Hi, hier ist der Chris mit einem weiteren LibreOffice Kalk-Tutorial für euch. Ja, in diesem Tutorial will ich euch zeigen, wie ihr die Höhere von zwei Zahlen farbig markieren könnt. Das machen wir über die bedingte Formatierung, das heißt, die Hintergrundfarbe könnte dann zum Beispiel gelb sein und die Schriftfarbe meinetwegen grün oder blau. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch fette Schrift wählen und noch einiges mehr. Wir werden auch direkt durchstarten. Ihr könnt entweder einen Bereich wählen, also könnt ihr ihn jetzt markieren. Oder ihr könnt auch ganze Spalten markieren. Ich mache das jetzt mal in dem Fall so. Und wenn ihr das gemacht habt, also wenn ihr die Zellen markiert habt, die ihr formatieren wollt, dann müsst ihr nur auf Format gehen und dann bedingte Formatierung. Hier wählt ihr dann Bedingungen aus und hier seht ihr so ein Listenfeld. Hier wählt ihr Formel ist aus. Dann bekommt ihr so ein Eingabefeld und hier tragen wir unsere Formel ein. Wir werden die Formel gleich nochmal kurz anpassen müssen und wenn das jetzt hier gleich fertig ist, dann seht ihr auch warum. Aber das geht dann ganz fix. Also ich trage jetzt als Formel erstmal ein A1 gleich und jetzt kommt das Interessante und zwar Max. Das heißt die höchste Zahl aus einem bestimmten Bereich und zwar in Klammern schreiben wir dann nämlich $A1 Semikolon $B1. Klammer zu. A1 ist die Referenzzelle, das wandert sozusagen immer von Zelle zu Zelle komplett durch den ganzen Bereich, den wir jetzt markiert haben. Und dann wird verglichen zwischen beiden Zellen, jeweils aus Spalte A und B. Wenn ich das Ganze jetzt abschicke, ja, würde nichts passieren, weil wir haben noch kein Format festgelegt. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier über neue Vorlage ein komplett neues Format festlegen. Ich schreibe meinetwegen jetzt hier rein mein Format. Kann sein, dass bei euch jetzt umbenannt 1 stand, mein Format. Dann nehme ich Hintergrundfarbe, wähle mir eine Farbe aus. Ich nehme jetzt hier mal so ein Quietschgelb und wir nehmen noch Schriftfett. Und bei Schrifteffekte können wir sogar die Farbe auswählen. Das heißt, hier bei Schriftfarbe können wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen so ein Dunkelblau haben. Ich klicke auf OK. Ihr seht ja hier, wie das sich auswirken würde auf die Zellen, die über die bedingte Formatierung halt verändert werden. Ich klicke auf OK, zack, und ihr seht, genau das wurde gemacht, was wir in der Formel angegeben haben. Ändere ich jetzt hier zum Beispiel einen Wert, ich nehme jetzt hier meinetwegen mal eine 5, zack, oh, jetzt bin ich gerade verrutscht, eigentlich wollte ich ja hier hin, aber ist egal. Aber ihr seht, das passt sich automatisch an. Und wir müssen die Formel noch ein bisschen ändern, ihr seht ja, selbst diese Zellen wurden jetzt alle markiert und das ändern wir jetzt. Das heißt, ich hatte ja den ganzen Bereich hier markiert. Wir gehen jetzt nochmal auf Format, dann bedingte Formatierung, Bedingung. Man kann auch über Verwaltung da reingehen. Aber wir passen jetzt hier diese Formel an. Und zwar müssen wir das mit einer Und-Funktion kombinieren. Das heißt, ich mache mal kurz ein bisschen Platz hier vor. Der Und-Funktion können wir mehrere Parameter übergeben. Und jeder Parameter, also jede Bedingung, die wir der Und-Funktion übergeben, die müssen alle erfüllt werden, damit die bedingte Formatierung halt auslösen kann. Also ich schreibe erstmal Und rein. Der erste Parameter ist dann sozusagen das, was wir gerade schon gemacht haben. Das soll ja hier alles gecheckt werden, also die größere Zahl muss rausgesucht werden. Aber als zweite Bedingung brauchen wir noch etwas, was sagt, dass die Zelle nicht leer sein soll. Das heißt, nach einem Semikolon kommt jetzt die zweite Bedingung und die lautet einfach so, dass Zelle A1, also unsere Bezugszelle A1, kleiner, größer als nichts sein soll, also leer. Das heißt, einfach nur zwei Anführungszeichen. Das heißt, die Zelle darf halt nicht leer sein, also ungleich leer. Dann brauchen wir noch die schließende Klammer für die Und-Funktion und dann sind wir fertig. Mein Format ist geblieben. Wie gesagt, sonst müsst ihr euch das hier nochmal raussuchen oder eine neue Vorlage erstellen. Und wenn ich das Ganze jetzt abschicke, dann seht ihr, werden die Zellen ausgelassen, die halt keinen Inhalt haben. Ändern wir jetzt diesen Wert zum Beispiel auf 100, dann seht ihr, passt das und funktioniert weiterhin. So, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Würde mich wie immer freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.